Hallo zusammen. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einer virtuellen Hypervisor-Maschine wiederherstellen können. Wie man eine virtuelle Maschine erstellt, eine Festplatte hinzufügt, einen Netzwerkadapter konfiguriert und was zu tun ist, wenn die virtuelle Maschine nicht mehr startet. ProWare ist Microsofts Virtualisierungs-Hypervisor der Unternehmenklasse. Mit Microsoft Hypervisor können Sie virtuelle Maschinen, sogenannten GAS-Systeme, erstellen. Der Hypervisor vermittelt zwischen dem Host-Rechner und dem GAS-Rechner. Der Host-Rechner ist das physische Gerät selbst, der Server. Der GAS-Computer ist die vom Hypervisor erstellte virtuelle Umgebung. Die Wiederherstellung von Hyper-V-Daten von einem beschädigten Server oder SAN kann ein komplexes und zeitaufwendiges Verfahren sein. Im Wesentlichen gibt es in jedem Wiederherstellungsszenario für virtuelle Umgebungen zwei Instanzen der Datenwiederherstellung. Die erste ist die Wiederherstellung von Dateien von physischen Datenträgern. Die zweite ist die Wiederherstellung von Dateien von virtuellen Medien. Schauen wir uns zunächst den Prozess der Erstellung seiner virtuellen Maschine auf Microsoft Hyper-V Server 2019 an. Einzelheiten zur Installation und Konfiguration von Hyper-V Server sowie zur Verbindung des Clients-Rechners mit dem Host finden Sie in einem anderen Video, dessen Link ich in der Beschreibung hinterlasse. Bevor Sie eine Verbindung zum Server herstellen und eine virtuelle Maschine auf dem Clients-Rechner erstellen können, müssen Sie die Hyper-V-Komponente aktivieren. Öffnen Sie dazu Systemsteuerung, Programm deinstallieren, Windows-Komponenten aktivieren oder deaktivieren. Suchen Sie in der Liste nach Hyper-V und aktivieren Sie das Kontrollkettchen und dann OK. Sobald die Rolle installiert ist, muss das System neu gestartet werden. Um die Netzwerkkonnektivität für eine zukünftige virtuelle Maschine einzurichten, empfiehlt es sich, den virtuellen Netzwerkadapter vor der Erstellung zu konfigurieren. Starten Sie den Hyper-V-Manager, indem Sie auf die Schaltfläche Start klicken und danach suchen oder finden Sie ihn im Ordner Windows-Verwaltungstool. Klicken Sie im oberen Bereich des Programmfensters auf Aktion Virtual Switch Manager. Es gibt drei Arten von Netzwerkeinstellungen im Managerfenster. Extern, wenn Sie der virtuellen Maschine Zugriff auf das Netzwerk geben möchten, mit dem der aktuelle Computer verbunden ist. Intern Netzwerk zwischen virtuellen Maschinen und dem aktuellen Computer. Privat Netzwerk zwischen virtuellen Maschinen. Wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus und klicken Sie auf Virtuellen Switch erstellen. Geben Sie dann einen Namen an. Wählen Sie einen Netzwerkadapter aus, übernehmen. Okay. Sie können nun mit der Erstellung einer virtuellen Maschine beginnen. Um eine virtuelle Maschine zu erstellen, öffnen Sie den Hyper-V Manager. Klicken Sie oben im Managerfenster auf Aktion Erstellen, virtuelle Maschine, um den Assistenten zum Erstellen einer virtuellen Maschine zu öffnen. Klicken Sie auf der ersten Seite auf Weiter, dann müssen Sie der neuen virtuellen Maschine einen Namen zuweisen. Wenn Sie den Speicherpfad der virtuellen Maschine ändern möchten, markieren Sie das entsprechende Kätzchen und geben Sie es an Weiter. Dann müssen Sie die Generation der virtuellen Maschine auswählen. Lesen Sie die Beschreibung genau durch und wählen Sie die passende aus Weiter. Danach muss die Größe des zugewiesenen virtuellen Speichers festgelegt werden. Setzen Sie ihn auf 2048 MB. Aktivieren Sie das Kontrollkätzchen neben dynamischen Speicher verwenden. Speicher wird zwischen einem Hyper-V-Host und einer virtuellen Maschine, die auf diesem Host ausgeführt wird, zugewiesen. Die Anzahl der virtuellen Maschinen, die auf einen einzelnen Host ausgeführt werden können, hängt zum Teil von der Menge der verfügbaren Arbeitsspeicher ab. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der ungenutzte Arbeitsspeicher der laufenden virtuellen Maschine freigegeben. Dadurch können mehr virtuelle Maschinen auf einem Knoten ausgeführt werden. Wenn Sie nicht vorhaben, mehrere virtuelle Maschinen auf einen bestimmten Server auszuführen, kann die Option deaktiviert bleiben. Wählen Sie im Netzwerk Setup Assistenten den virtuellen Switch auf, der zuvor für diese virtuelle Maschine erstellt wurde. Im nächsten Schritt können Sie die virtuelle Festplatte anschließen. Geben Sie einen Namen an, ändern Sie gegebenenfalls den Speicherort, legen Sie die Größe fest und wählen Sie dann weiter.
wählen Sie im Assistenten für die Installationsoptionen die Option Betriebssystem von Boot Image Datei installieren und wählen Sie dann den Pfad zur gewünschten ISO-Datei des Betriebssystems. Klicken Sie dann auf Weiter und Fertigstellen, um die Erstellung der virtuellen Maschine abzuschließen. Wenn Sie Probleme haben, das ISO-Abbild auf den Hostcomputer zu übertragen, können Sie einen USB-Stick und einen Notizblock verwenden. Kopieren Sie dazu das Image auf einen USB-Stick, schließen Sie ihn an den Server an, starten Sie Notepad in der Befehlszeile. Wählen Sie alle Dateien in diesem Feld aus, navigieren Sie zum angeschlossenen Laufwerk und kopieren Sie die ISO-Datei auf dem Server. Geben Sie nun bei der Auswahl des Bildes den Pfad zu dem Ordner aus dem Server an. Um die Erstellung der virtuellen Maschine abzuschließen, müssen Sie sie ausführen und das Betriebssystem installieren. Zum Starten doppelklicken Sie auf die virtuelle Maschine im Manager und klicken auf die grüne Schaltfläche Start. Die virtuelle Maschine wird gebootet und der Installationsprozess des Betriebssystems beginnt, ähnlich wie auf dem physischen Computer. Verwenden Sie die Befehlszeile, wenn Sie Dateien vom Host auf die virtuelle Gastmaschine übertragen müssen. Um Dateien in Gastmaschinen, virtuelle Maschinen zu verschieben, müssen Sie die folgende Befehlssyntax verwenden. Sie müssen den Namen der virtuellen Maschine und den Pfad zu der Datei auf dem Server angeben, dann den Zielpfad und das Verzeichnis auf der virtuellen Gastmaschine. Ein Serverausfall ist definitiv eine Katastrophe, aber mit dem richtigen Ansatz können Ihre Hyper-V-Daten wiederhergestellt werden. Meistens befinden sich virtuelle Maschinen auf einem RAID-Array und obwohl RAID als zuverlässig gilt, können Fälle von Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden. Verwenden Sie Hetman RAID Recovery, um ein aufgefallenes Server-RAID wieder zusammengesetzt und die Dateien einer virtuellen Maschine wiederherzustellen. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem Server und verbinden Sie mit einem Windows-Rechner, laden Sie die Software herunter, installieren Sie sie und führen Sie sie aus. Das Tool erstellt automatisch einen RAID-Array aus Ihren Festplatten. Sie müssen lediglich eine Festplattenanalyse durchführen und die erforderlichen Dateien zurückgeben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie eine Analyse Erd aus. Bei der Schnellsuche wird das Laufwerk sofort gescannt und die Dateien werden angezeigt. Wenn die Schnellsuche die verlorene Datei nicht findet, führen Sie die vollständige Analyse aus, wählen Sie ein Dateisystem und starten Sie die Suche. Navigieren Sie dann zu dem Pfad, in dem die Dateien der virtuellen Maschine gespeichert wurden. Standardmäßig befinden sich die Festplatten der virtuellen Maschine in diesem Pfad. Die Dateien mit den Namen der virtuellen Maschine und der Erweiterung sind WXDX und AVHDX. Die erste ist die virtuelle Festplatte und die zweite ist die Snapshot-Datei der virtuellen Maschine. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten. Sie können sie an Ihrem Namen erkennen, der mit dem Namen der virtuellen Maschine übereinstimmt und klicken Sie dann auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in den Sie sie speichern möchten und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Sie werden in dem angegebenen Ordner abgelegt. Laden Sie dann einfach die virtuellen Festplattendateien in die neue virtuelle Hyper-V-Maschine und starten Sie sie. Danach sind alle Informationen, die sich in der virtuellen Maschine befanden, wieder verfügbar. Für den Fall, dass Sie einen Fehler während des Starts der virtuellen Maschine sehen, die Dateien beschädigt wurden oder Sie versehentlich Informationen innerhalb der virtuellen Maschine gelöscht haben, keine Sorge, Hetman Partition Recovery wird Ihnen helfen, die verlorenen Daten wiederzubekommen. Eine virtuelle Maschine und ihr Inhalt benötigen einen gewissen Speicherplatz und wann eine Datei gelöscht wird, wird ihr Inhalt als sauber, das heißt verwandbar markiert. Mit anderen Worten, die Datei existiert noch, wird aber früher oder später durch andere Informationen überschrieben. Es ist also äußerst wichtig, keine Zeit zu verlieren und schnell mit der Datenwiederherstellung zu beginnen, solange es noch möglich ist.
Unsere Software unterstützt die Datenwiederherstellung von dynamischen und festen virtuellen Festplatten, von Wiederherstellungspunkten und System-Snapshots. Hetman Partition Recovery ermöglicht es Ihnen, Dateien von virtuellen Maschinen via HD, VHDX sowie gelöschte Daten von VHDX-Platten wiederherzustellen. Dateinamen von formatierten virtuellen Festplatten können ebenfalls wiederhergestellt werden, unabhängig davon, ob es sich um eine dynamische oder feste Festplatte handelt. Sobald Sie die VHDX-Dateien auf Ihren PC kopiert oder wiederhergestellt haben, müssen Sie sie in die Software laden. Öffnen Sie dazu im Dienstprogrammfenster die Registerkarte Tools und wählen Sie Mount Disk. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Datenträger zu mounten. RAV Image, wenn Sie einen normalen Datenträger mounten wollen, und Virtual Maschine, wenn Sie eine virtuelle Maschine mounten wollen. Bei der zweiten Option sehen Sie eine Liste von Dateien und Programmen, die unsere Software unterstützt. Wählen Sie den entsprechenden Image-Typ aus. Geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Dateien der virtuellen Festplatte an und klicken Sie auf Ordner auswählen. Das Programm lädt alle Dateien der virtuellen Maschine, die sich in diesem Verzeichnis befinden. Wie Sie sehen können, gibt es zusätzlich zu den Hauptfestplatten auch Checkpoint-Dateien, Kopien des Zustands der virtuellen Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Datei des virtuellen Datenträgers, der derzeit von der Maschine verwendet wird, ist als aktiv gekennzeichnet. Die anderen sind Snapshots-Dateien und Checkpoint-Dateien, die Sie anhand des Datums identifizieren können. Markieren Sie das Kätzchen neben dem gewünschten Datenträger und klicken Sie auf Weiter. Sie wird sofort im Datenträgermanager angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse aus, schneller Scan. Wenn das Programm die erforderliche Datei nicht gefunden hat, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk Reanalyse, vollständige Analyse und geben Sie das Dateisystem auf dem Laufwerk an. Gehen Sie dann zu dem Ordner, in dem sich die Dateien befanden und suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten. Markieren Sie sie und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie das Laufwerk unter Ordner an Wiederherstellen. Die Software ermöglicht es Ihnen, Reihe zu erstellen, Festplatten zu scannen und Dateinhalte auszusehen, bevor Sie die Version kaufen, um Ihre Dateien wiederherzustellen. Ein beschädigter Server ist in jedem Fall eine Katastrophe. Mit bewährter Wiederherstellungssoftware können die Daten virtuellen Hyper-V-Server-Maschinen jedoch wiederhergestellt werden. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.